Hallo und seid gegrüßt und willkommen zu einem neuen Video. Mal wieder. Ja, ich habe lange überlegt, wie ich das Video am besten mache. Und zwar habe ich mir was überlegt. Es war ja schon mal geplant. Nur ist es leider 2021 komplett ausgefallen wegen Corona-Schande. Jetzt haben wir 2022 und dieses Jahr habe ich mir halt überlegt, mal was Besonderes zu machen. Und zwar ist es schon was Spezielles, sag ich mal. Also kommt drauf an, ob man da Interesse hat. Und zwar jetzt am Samstag, den 3.9., ist der Einlass um 18.30 Uhr und der Wettbewerb um 20.45 Uhr, und zwar die sogenannte Pyronale in Berlin am Maifeld am Olympiastadion. Da wollte ich einfach meinen Leuten einfach mal eine kleine Überraschung machen. Sie wissen davon noch nichts, wo es hingeht. Ich habe das damals irgendwo mal angesprochen, bei einer Fahrt mal, wo wir irgendwo hingefahren sind, habe ich es mal angesprochen. Ich hoffe, dass das auch, denke ich mal, vergessen haben. Aber wenn wir schon in die Richtung Olympiastadion sind, sag ich mal, dann kann man sich das schon denken, was da ungefähr dann abgeht. Ich werde das natürlich so machen, ich sage dann Samstag einfach eine Uhrzeit, dann kommen sie halt her und kriegen dann von mir die Adresse, dann fahren wir dahin und ich tue dann einfach mal so, wir würden uns das einfach mal vor Ort einfach mal angucken, wie das dort aufgebaut ist, indem ich dann einfach sage, ich will dort einfach ein paar Videos machen vor Ort oder ein paar Bilder, wissen aber nicht, dass ich hier ein paar Karten habe, die sogenannten Eintrittskarten der Pyronale am Samstag. Sind zwar Stehplätze, aber das spielt erstmal keine Rolle. Hauptsache, man ist erstmal dabei. Ist auch ein großer Geldfaktor, der da auch eine Rolle spielt. Ist auch nicht gerade billig, sag ich mal, für eine Einzelperson. Sag ich mal, ist das okay, aber jetzt wirklich für mehrere Leute ist das schon heavy. Dann gibt es halt noch die sogenannten Sitzplätze und dieser VIP-Bereich. Und da habe ich geguckt, das kannst du gar nicht bezahlen. Ich könnte schon bezahlen, aber lohnt sich nicht da, diesen Aufwand da für 2,5 Stunden so viel Geld dort auszugeben in diesem VIP-Bereich. Das soll einfach mal eine kleine Überraschung sein. Wenn wir halt dorthin fahren, denke ich mal, wird das vielleicht vor Ort da schon irgendwo ausgeschildert sein. Die wissen aber, wie gesagt, wissen nicht, dass wir dort reingehen. Das Einzige, was ich angesprochen habe, war, ob sie mir ungefähr zwischen 30 Euro und 35 Euro mal überweisen oder übergeben. Für was das Geld ist, wie gesagt, wissen sie nicht. Kann sein, dass sich das ungefähr sich eher denken kann, wo das hingeht, was dann da abgeht und ob ich überhaupt Karten habe. Sonst würde ich ja nicht nach das Geld fragen. Wenn man sauber tickt, könnte man drauf kommen, dass wir da rinspazieren oder vielleicht auch nicht. Ja,
Und ja, da bin ich auf jeden Fall mal gespannt. Das ist halt nicht so ein privates Feuerwerk oder Silvesterfeuerwerk, was man vor der Haustür zündet, was man dann mal geschmackvoll mal filmen kann und fotografieren kann. Bei der Pyrenale ist das wirklich ein ganz anderer Ausmaß. Da treten, glaube ich, drei Teams an den Tag. Das ist ja Freitag und Samstag. Wir sind aber halt Samstag da, weil, wie gesagt, das ist einfach zu heavy, auch zu teuer irgendwann. Und ja, meine Meinung ist, das ist einfach das beste Feuerwerk, was man in Berlin oder vielleicht in Deutschland sehen kann, sag ich mal, dass man jetzt damit die großen Feuerwerke nicht mithalten kann, wie China oder Japan oder USA oder Malaysia. Das ist alles richtig. Aber sag mal so, für den deutschen Raum ist es okay. Dort ist es halt ein Feuerwerk, halt World Champion. Die haben da eine spezielle Vorgabe, was sie machen müssen, von der Farm her, von der Musik her, von der Länge her. Und ich denke mal, das wird auch ganz interessant werden, sag ich mal, wenn das da erstmal richtig abgeht. Ja, ob wir die Sache dann halt fotografieren können, wird schwierig für mich, weil ich kann halt nicht fotografieren und halt gleichzeitig filmen. Ich könnte natürlich ein Stativ mitnehmen, klar, könnte da aufstellen und dann kann die Kamera da einfach mal filmen und ich fotografiere halt mit der Systemkamera oder ich mache das halt umgedreht, ich filme halt mit der Systemkamera und fotografiere mit der Nikon. Nur das Problem ist, und jetzt kommt nämlich das Problem, auf der Pyronale sind keine Stative erlaubt, also nicht in großem Maß, also jetzt hier nicht 1,50 Meter, 3 Meter. Ja, ist ein Problem, sag ich mal. Deswegen habe ich mir gedacht, ich werde die kleine Systemkamera mitnehmen, mein kleines Mini-Stativ, wirklich das ganz kleine Stativ, was ich dann praktisch so halte auf Deutsch. So. Und ich denke mal, da dürfen sie halt nicht rumzicken. Wie das Filmmaterial wird, ob das überhaupt funktioniert, habe ich überhaupt, wie gesagt, keine Ahnung. Ich war mal bei der Pyronale, aber das ist schon 150 Jahre her. Und schon gar nicht mit so einer Ausstattung. Ja. Mal gucken. Also, fotografieren wird heftig, aber ich denke mal nicht, dass ich das da irgendwie hinkriege, weil, wie gesagt, eine Sache geht nur, weder Film oder fotografieren. Stative, große sind nicht erlaubt. Okay, muss ich Abstriche ziehen. Wie ich es mache, mal schauen. Aber wir versuchen es, da ein bisschen was zu filmen und vielleicht ein bisschen was zu fotografieren. Ja, müssen wir halt das Beste draus machen. Und ja, darauf freut mich eigentlich schon. Das Wetter soll auch okay sein. Wie gesagt, jetzt fängt 20:45 Uhr an. Ich denke mal, das wird ungefähr 2,5 Stunden gehen, sag ich mal, vielleicht bis 10:30 Uhr, bis um 11 Uhr, denke ich mal. Ja, aber darauf, wie gesagt, freut mich schon richtig. Wann ist man schon mal bei der Pyronale? Wie gesagt, das ist vor 2 Jahren, das ist das alles ausgefallen. Und jetzt endlich ist es soweit, sag ich mal. Und ja, was hier auch noch beschrieben ist, Feuerwerk World Championat 2020, 21, wie gesagt, da ist es halt ausgefallen. Picknickkörbe, Klappstühle und Stative nicht erlaubt. Ja, dann müssen wir halt gucken, wie wir das am besten machen. Ich hoffe, mir gelingt auch die Überraschung, sag mal. Dieses Video, was jetzt hier stattfindet, werde ich dann anschließend mit zu dem Feuerwerk packen und dann zum Schluss halt noch so ein kleines Fazitvideo oder ein Bericht, wie uns das gefallen hat, die Pyronale. Ja, das würde mich auch mal interessieren.
Vielleicht könnte man das vielleicht ja mal auch öfters machen, weil ist, glaube ich, auch nur eben mal im Jahr. Ja, und wenn uns das gefällt, warum nicht? Könnten wir das vielleicht öfters machen? Jedes Jahr einmal, ist da okay. Ich denke mal 33 € pro Person. Denke mal, da geht keiner kaputt, sag mal. Auf jeden Fall, B, also wenn man sich eine Grafikkarte kauft für 2.500 €, dann ist es hier für mich eigentlich wie ein kleiner Spaziergang. Ja, das sollte einfach nur mal so ein kleiner Infoblog-Video werden oder Blogging, Flogging, ach, ist doch egal. Ne, das packe ich einfach dazu mit so dem Feuerwerk-Video, wenn es klappt. Ja, und das schneide ich dann alle zusammen. Ich denke mal, pro Team habe ich keine Ahnung, wie lange das ungefähr dauert pro Team. Ich nicht, vielleicht 20 Minuten, 25 Minuten pro Team. Drei Teams sind vor Ort. Ja, was dort hochgeht, wird wahrscheinlich T1 sein, P1, F1 wahrscheinlich nicht. F2, denke ich mal. F3 und eventuell sogar F4, P2, T2. Da wird alles möglich dabei sein. Ja, wer ist halt keine dicken Kugelbomben hier, 500 mm und Salutshell und Zylinderbombe. Das wird dann nicht stattfinden, weil das kannst du da vor Ort nicht zünden, wenn die Leute da ungefähr, weiß ich nicht, 60 Meter weit entfernt sind. Wenn du da eine Zylinderbombe da hochballerst, ey, dann bricht das Olympiastadion da irgendwann mal auch weg. Und ja, nee, das Pyronal wird auch mit Musik synchronisiert und schöne Effekte. Und ja, das wird mega geil, sag ich mal. Und das auf den Samstag, das Wetter passt und wird hammermäßig. Wir sind gut ausgestattet mit Hammer-Equipment. Ja, und von mir aus kann es sofort losgehen, aber noch ein bisschen warten und dann geht es los. Und da sage ich schon mal, Video ab dafür. Ich wollte mich auf jeden Fall noch mal richtig bedanken für diesen geilen Tag heute, für die Einladung zur Pyronale. Ja, war schön. War richtig geil, fand ich. Also wir haben drei
Akteure bzw. eher drei Länder gesehen. Mein Favorit von diesen drei Ländern, die wir heute gesehen haben, war Brasilien. Ich fand es richtig geil, jedenfalls das Ende. Die anderen beiden waren auch richtig Hammer. Die waren auch schön. Vor allen Dingen, überwiegend war es F4. Also das ist schon mal ein anderes, ne? Man kennt ja F3, aber F4 ist eine andere Nummer. Ja. Ich fand es wirklich geil. Wie gesagt, danke für die Einladung nochmal. Ja, nochmal schönen Dank, Mario, für alles. Ja, und das war einfach ein Hammererlebnis. Können wir nochmal wiederholen, ne? Pyrenale ist sowieso, es ist einzigartig. Es ist geil, weil durch diese Effekte, die du am Ende immer siehst, die dann runterkommen, ich finde es so genial, ne, mit diesen, wenn ich sagen kann, diese Blumen, die runterkommen oben, dieser Abschluss und dann im Takt zur Musik, richtig und geil. Und man hat mal auch andere Länder gesehen, ne, die das auch machen. Also, ne? Ich muss sagen, ich fand's richtig geil. Könnte man mal wiederholen, ne. Und jetzt haben wir lange unser Auto gesucht und wir haben es gefunden und jetzt müssen wir leider ein bisschen warten hier, ist alles voll hier. Aber es war sehr schön, hat mir gefallen, mir tut zwar die Beine weh, aber wir haben es überstanden. Und jetzt fahren wir nach Hause. Stehen hat sich gelohnt. War ein schöner Tag.